Ja, hallo ihr Lieben, in diesem Video wollte ich mal darüber sprechen, wie wir damit umgehen können, wenn wir gerade in einem finanziellen Loch drin hängen. Und ich als Selbstständige kenne diese finanziellen Löcher einfach aus einer ganz spezifischen Perspektive, aus meiner eigenen Perspektive und weiß, dass ich in der Vergangenheit in genau diesen Phasen eigentlich immer am meisten gelernt habe. Und auch wenn ich kein Fan bin von finanziellen Löchern und immer wieder das Gefühl hatte, es gibt keinen furchtbareren Moment und es gibt keine herausfordernden Zeiten für uns, bin ich doch im Nachhinein immer ziemlich dankbar gewesen, wenn ich gespürt habe, dass in jedem finanziellen Loch eine Chance ist, die Beziehung zum Geld zu heilen und tatsächlich ganz tief im Innern die Weichen neu zu stellen, damit auf Dauer finanzielle Stabilität entstehen kann. Und ich meine, mal ganz ehrlich, finanzielle Stabilität können wir uns im Grunde nicht so vorstellen wie ein Haus aus Beton oder wie so eine Betonfläche, wo man sagt, so, jetzt bin ich finanziell stabil. Weil wir alle wissen, wenn wir die Gesellschaft beobachten, wenn wir das Kommen und Gehen von finanziellen Hochs und Tiefs im großen Ganzen beobachten, dass Geld etwas ist, was fließt. Und nein, einen Fluss wird man niemals so stabil hinbekommen wie eine Betonmauer. Ein Fluss hat eine andere Art von Charakter und begegnet uns mit einer anderen Art von Qualität. Aber wir können, wenn wir eine gesunde Beziehung haben zu unserem Geldfluss, mit den Wellen, mit dem Auf und Ab, mit der ständigen Veränderung in Einklang kommen. Wir können ein ganz tiefes Gefühl entwickeln für unser Geld und können wahrnehmen, wenn es Zeit wird, sich für was Neues zu öffnen, wenn es Zeit wird, langsam zu machen, wenn es Zeit wird, mehr Geld auch einfach anzunehmen. Es gibt einfach innere Entwicklungsschritte, die uns das Geld, zu denen uns das Geld einlädt. Und in meinen ersten finanziellen Löchern, da habe ich erstmal gemerkt, dass in meinem Leben ich sehr viel Existenzangst und Überlebensangst und sehr viel innere Unsicherheit auf einer ganz tiefen Ebene im Gepäck hatte. Und jedes Mal, wenn so ein finanzielles Loch kam, bin ich da reingefallen in dieses Hilfe, ich sterbe, ich kann nicht überleben, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen. Meine Gedanken sind im Karussell rumgelaufen und mein Inneres war in voller Panik. Natürlich gab es dann auch wie so Selbstvorwürfe und warum schaffst du das nicht und solche Sachen. Und nachdem ich ein paar Mal vor diesen finanziellen Löchern weggelaufen bin und irgendwie nichts damit zu tun haben wollte und ich wollte nur noch raus da, weg da, habe ich dann irgendwann beschlossen, okay, wenn das nächste finanzielle Loch kommt, dann stelle ich mich. Dann bleibe ich da und ich bleibe präsent und ich nehme wahr. Ja. Kleine Katzenmusik am Rande. Ja. Und ich nehme wahr, was heilen möchte in mir oder welcher Schmerz, der bisher nicht heilen konnte, dadurch angesprochen wird. Und es war, als hätte ich wirklich so eine Art Fundgrube entdeckt. Ich habe noch nie so viel Existenzangst gespürt, noch nie so viel Haltlosigkeit, Einsamkeit, innere Bitterkeit der Vergangenheit gegenüber. Und was ich gemacht habe, war diesen Gefühlen, diesen inneren Erinnerungen, diesen inneren Bergen zu begegnen. Nicht dagegen zu kämpfen, nicht mich zu verurteilen, nicht sofort zu denken, was mache ich, damit ich wieder zu Geld komme, sondern erstmal wirklich dem zu begegnen, was da ist, das zu fühlen, diesen Schmerz zu fühlen, nicht in die Gedanken über den Schmerz gehen, das
passiert manchmal, dass man dann so grübelt, sondern wirklich fühlen, körperlich. Wo fühle ich diesen Schmerz? Wie fühlt es sich an, sich komplett hilflos zu fühlen, komplett ausgeliefert, komplett ratlos zu sein? Wie fühlt es sich an? Das sind keine angenehmen Gefühle, aber wenn man sich anfängt, darauf einzulassen, kommt da eine Weichheit rein, da kommt eine Entspannung rein, da löst sich was. Und ich habe gemerkt, dass ich vorher in so einer verkrampften Festhalteposition war, aus Angst durch meine Vergangenheit, wo es sehr wenig Stabilität gab. Und je mehr ich dem begegnet bin, umso mehr kam ich aus dieser Verkrampfung in eine entspanntere Haltung. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich mehr Geld annehmen kann, dass das Geld leichter fließen kann in meinem Leben, dass meine innere Entspannung auch zu einer finanziellen Entspannung führt. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich ganz panisch hinter dem Geld her bin und ganz verkrampft bin, dass es sehr viel schwerer ist, dann mein Geld anzunehmen, als wenn ich entspannt bin, in meiner Mitte bin. Und wenn du Lust hast, kannst du dein finanzielles Loch natürlich für diese Art von Heilung nutzen, für diese unbequeme, unglaublich unangenehme Art von Heilung, indem du einfach dich fragst, wie fühle ich mich? Und vielleicht sogar, woran erinnert mich das? Habe ich mich als Kind auch so gefühlt, so überfordert, so allein, so haltlos? Kenne ich diesen Zustand? Komme ich da immer wieder rein? Wir wiederholen nur diese Erfahrungen so lange, bis wir den Teil von uns integriert und erlöst und angenommen haben. Und mein Motto war, okay, je mehr ich mich dem stelle, umso schneller bin ich erstmal wieder da raus und umso weniger muss beim nächsten finanziellen Loch, das wird immer weniger tief, sag ich mal. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn du das Emotionale und das Innere bearbeitet hast, kannst du einfach mal schauen, falls du selbstständig bist, sind deine Preise vielleicht zu niedrig. Und vielleicht steht es mal an zu gucken, ob der Wert deiner Arbeit sich auch in deinen Preisen widerspiegelt. Wenn du angestellt arbeitest, ist es vielleicht nicht so möglich zu sagen, so, jetzt kommt meine Gehaltserhöhung. Aber auch da kannst du mal schauen, wie du dein Geld managst. Für was gibst du dein Geld aus? Es ist manchmal sehr hilfreich, so ein Tagebuch zu führen, wirklich mal ein paar Monate lang dich zu beobachten. Und manchmal hat man irgendwelche Sachen, die man gar nicht nutzt und man zahlt noch ständig dafür. Oder man gibt aus, weil man denkt, man müsste manche Sachen haben, aber das ist gar nicht essentiell für dich. Und je mehr du es schaffst, wirklich für das Geld auszugeben, was dich nährt und was dir wirklich gut tut, umso reicher fühlst du dich am Ende. Klar kann man nicht unbedingt sagen, okay, Miete zahlen, das tut mir nicht unbedingt gut, ich würde mir lieber schöne Kleider kaufen. Aber man kann zum Beispiel sehen, okay, wenn ich aus einer schlechten Laune heraus ständig Fast Food esse oder so, dafür geht viel, viel Geld drauf. Und wie wäre es, wenn ich das Geld an andere Stelle verwende, für Dinge, die mir wirklich gut tun, die mich wirklich nähern. Sowas kann man auf jeden Fall machen und das ist sehr heilsam. Was ich für Selbstständige auch noch dringend raten würde, ist, sich zu fragen, was du zurückhältst an deinem inneren Reichtum. Weil wenn wenig Geld reinkommt, ist es oftmals ein Spiegel dafür, dass wir wenig geben. Manchmal ist es gar nicht, weil wir unbedingt das so planen oder so wollen. Wir wollen vielleicht geben, aber wir haben das Gefühl, ach, was ich zu geben habe, ist nicht wichtig genug oder es bringt ja sowieso keinem was und dann halten wir das zurück und wundern uns, wo bleibt das große Geld oder wo bleibt das Geld, was mich finanziell stabilisiert. Und dann ist es schön zu schauen, was halte ich zurück und bin ich bereit, aus dem Vollen zu schöpfen und das wirklich zu geben. Und dann wirst du merken, kommt auch das Geld auf eine andere Art und Weise zu dir zurückgeflossen. Okay, ich hoffe, bei meinen Tipps und Ideen war ein bisschen was für dich mit dabei.
Wenn du Lust hast, einen Kommentar unter dem Video zu hinterlassen, freue ich mich, lese immer eure Kommentare. Und manchmal kriege ich dadurch auch ganz gute Ideen, wenn ihr mir Fragen stellt oder Sachen wissen wollt, dann plane ich vielleicht schon mal mein nächstes Video daraus. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Nutzt die heilsame Kraft der finanziellen Löcher, falls ihr gerade in einem seid, falls nicht, auch in Ordnung. Und wir sehen uns wieder am Sonntag um 11 Uhr. Alles Liebe und bis dann.